Unseren heutigen Special Guest habt ihr vielleicht vor einigen Monaten auf dem ein oder anderen Wahlplakat rund um Hildesheim und Alfeld gesehen. Bei uns heute ist der frisch gewählte Landrat Bernd Lünack. Herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Bernd, du hast deine Amtszeit ja erst vor, ich glaube, 11 Tagen anfangen. Ja, nicht mal ganz. Ja, das ist am Montag vor einer Woche gewesen. Am 1. November ging die Wahlperiode los. Genau. Wie bist du gestartet? Ich bin ins Büro gegangen, hatte am Abend vorher einen Brief an sämtliche Kolleginnen und Kollegen geschrieben, dass ich jetzt da bin. Der Neue, derjenige, der zurückkommt. Ich habe da ja mal irgendwann meine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, so wie das vorhin im Beitrag auch dargestellt worden ist in den Stellenanzeigen. Und dann bin ich irgendwann durch die Räume gegangen und habe versucht, möglichst alle Kolleginnen und Kollegen mit dem Corona-Check zu begrüßen. So ging's los. Klingt doch gut. Hand aufs Herz an alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt zugucken. Ich glaube, ihr wisst nicht alle, was ein Landrat macht. Bernd, kannst du ganz kurz sagen, was machst du eigentlich? Ich bin der oberste Repräsentant des Landkreises und darüber hinaus bin ich Leiter der Verwaltung. Immerhin 1200 Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich versuchen, das öffentliche Leben rund um Hildesheim zu organisieren. Wir sind für all das zuständig, was die Städte und Gemeinden im Landkreis nicht machen. Die öffentliche Schulverwaltung, also wir kümmern uns um die Schulhülle. In Zeiten von Corona merkt man immer mehr, dass wir ein Gesundheitsamt haben und auch brauchen. Das Gesundheitsamt ist auch in der Zuständigkeit des Landkreises. Die Straßen, mit denen wir zur Schule fahren, zur Arbeit fahren, die wir da benutzen etc. Der öffentliche Personennahverkehr, also die Busse, die Öffis, all das zu organisieren, das macht eine Kreisverwaltung. Straßenverkehrsamt, Auto anmelden, Führerschein bekommen. Und noch vieles, vieles mehr. Also echt eine ganze Menge. Der Landkreis Hildesheim ist auch noch mehr, nämlich auch Unterstützer unserer Sendung hier. Du hast es eben schon gesagt, du hast selbst als Jugendlicher deine Karriere dort begonnen. Kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen? Wieso bist du damals darauf gekommen, dich beim Landkreis zu bewerben? Ich bin auch in der Berufsberatung gewesen und habe mir angeschaut, was es alles an Möglichkeiten gibt. Da kam bei raus, dass ich verschiedenste Neigungen habe, dass es ein bisschen was mit Kreativität zu tun haben muss und dass es auch was damit zu tun haben muss, Menschen zu treffen, Menschen zu beraten, für Menschen da zu sein. Und so habe ich mich dann entschlossen, diese Ausbildung zu machen und die Kreativität so ein Stück weit, ich habe das eben versucht zu erzählen, wie viele Aufgaben wir tatsächlich haben. Man hat die Möglichkeit, sich in den verschiedenen Organisationseinheiten der Verwaltung immer wieder auf neue Stellen zu bewerben und das verlangt eine gewisse Kreativität, Flexibilität und das hat mir damals sehr gut gefallen. Kreativität, Flexibilität, daran denkt man jetzt gar nicht als erstes, wenn man an öffentliche Verwaltung denkt. Also cooler Hinweis auf jeden Fall, dass es da auch ganz anders zugeht, als man vielleicht denken könnte. Genau. Wie ging es danach für dich weiter? Du hast ja dann irgendwann den Weg in die Politik eingeschlagen. Ja, das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Ich hatte zwischendurch auch mal einen Ausflug ins Jobcenter, war dort einige Monate als Teamleiter tätig, bis dann der Ruf in die Kreistagsfraktion gekommen ist. Also wir haben im Kreistag als einem Organ des Landkreises, der quasi die Verwaltung nochmal überwacht, die Haushaltsmittel auch zur Verfügung stellt und die Beschlüsse fasst. Und die Fraktionen sind ausgestattet mit hauptamtlichem Personal. Und da durfte ich Geschäftsführer meiner Fraktion werden. Das war ich so 7,5 Jahre lang. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt für die Kommunalpolitik, habe festgestellt, dass man doch einiges bewirken kann, wenn man sich für andere Menschen einsetzt. Und von dort ging es dann weiter in den Landtag und jetzt wieder zurück. Du hast eben so ein paar Begriffe genannt, die wahrscheinlich nicht alle Schüler kennen. Fraktionen, Kommunalpolitik, klar, dann warst du im Landtag. Du bist auf jeden Fall Politiker geworden, kann man sagen. Und wenn jetzt jemand zuguckt, der sagt, Mensch, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, ich wäre ein guter Politiker. Was würdest du dem sagen? Was muss der mitbringen? Oder was sind gute Voraussetzungen? Die beste Voraussetzung ist immer, dass man Menschen mag, dass man es mag, sich für andere einzusetzen und dass man begriffen hat, dass man Politik nicht für sich selber macht, sondern als Sprachrohr für andere wird, für diejenigen, die vielleicht nicht selbst für sich aufstehen können, die Kraft dafür nicht haben und Brücken bauen kann, vermitteln, zusammenführen. Das ist die oberste Maxime für mich. Okay, und man muss wahrscheinlich auch ein dickes Fell haben, wenn einem mal einer auf dem Wahlplakat einen Zirkusbart malt. Das gehört einfach dazu. Ich kann da mittlerweile noch drüber lächeln. Wenn dann natürlich menschenverachtende Symbole damit draufkommen oder das in Richtung Rechtsradikalität geht, dann werde ich da auch schon empfindlich. Aber ansonsten, da kann man auch drüber lächeln.
Dann letzte Frage. Kommen wir nochmal zurück auf deine Position als Landrat jetzt. Mhm. Was hast du dir vorgenommen? Was vielleicht gerade im Bereich Schule ist sowas, was du jetzt anpacken wirst in der nächsten Zeit? Schule, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, die Digitalisierung. Das ist eine der Lehren aus der Pandemie, dass das in den vergangenen Jahren nicht nur im Landkreis Hildesheim, sondern landesweit ein Stück weit im Schlafwagen betrieben worden ist, dass wir wirklich ernst machen müssen und dass wir für gute Ausstattung an den Schulen sorgen müssen, damit ja auch die hybriden Formen in Zukunft problemlos möglich sein werden. Und natürlich die Erreichbarkeit, gerade in einem Flächenlandkreis wie Hildesheim, dass sämtliche Schulangebote für jeden auch erreichbar sind, egal wo man wohnt. Das klingt gut. Wir freuen uns drauf und sind gespannt, was alles so kommt. Mhm. Ganz herzlichen Dank erstmal, dass du heute bei uns bist. Und für alle Schülerinnen und Schüler, für die das jetzt total interessant ist und die sagen, Kreisverwaltung kann ich mir vorstellen, guck doch noch mal vorbei auf der Webseite. Die Adresse ist landkreishildesheim.de/karriere. Und wir haben den Landkreis ja heute auch in unseren Jobnews drin. Und alle Infos gibt es auch noch auf unserer Webseite whatsnext.digital-pioniere.com. Also da seid ihr bestens versorgt.